Schönes Eck, Einfamilienhaus, Nähe Königs Wusterhausen. Hier haben wir gleich die zwei Stellplätze vor dem Haus, Nummer 1 und Nummer 2. Da, wo die Betonfläche ist, da hatten wir eine Hütte stehen sozusagen für die Gartengeräte und was man so alles braucht im Garten. Neben dem Wohnwagen links sind die nächsten zwei Stellplätze. Da gehen wir gleich erstmal rein. Fünf Zimmer, einfach Eck, Einfamilienhaus. Hier haben wir den Eingangsbereich gefliest. Machen wir mal die Tür zu, weil so ein starker Wind geht. Nicht, dass noch was kaputt geht. Jetzt haben wir hier Gäste-WC. Mit großem Fenster, ostseitig, das ist ja Morgensonne. Dann haben wir hier die Diele weiter. Jetzt haben wir hier den Hauswirtschaftsraum, Anschluss für Waschmaschine, Trockner mit kleinen Regalen schon drin. Der Maler ist übrigens bestellt. Schönes Holzen. Wir gehen mal gleich mal im Erdgeschoss weiter. Da haben wir die Küche ostseitig. Das heißt Morgensonne, wenn Sie sich den Kaffee holen. Schöne große Wohnküche. Großer Fliesenspiegel rechts und links. Wohnküchenfenster geht zur Straße gelegen. Oh, ist okay. Oh, wir haben gerade Glück. Die Wolken haben sich verzogen. Wir haben ein großes Wohnbereich mit Terrasse und Garten. Da ist der Aufgang zum ersten OG und zum Spitzboden. Aber wir haben Glück mit der Sonne. Wahnsinn, weil wir es bis eben mal dicke, fette Wolken. Ein riesiger Wohnbereich. Wir haben eine schöne Terrasse. Schönen Grillplatz. Große Terrasse. Da stand der Grill. Da stand noch eine kleine Hütte. Und für die Gartenstühle auch. Wir haben ein kleines Gartenbereich. Aber wie gesagt, Eckeinfamilienhaus mit West und ja, bisschen süß, aber vorhin Westterrasse. Und wir haben Glück, die Sonne kommt gerade raus. Boah. Mehr kann man nicht verlangen. Auf den Nachmittag. Blick ins Zimmer. Von der Terrassentür aus gesehen. Aber wie gesagt, der Wind geht ganz schön stark, wenn man mal Terrassentür zu, nicht dass sie uns noch um die Ohren fliegt. So, jetzt gehen wir ins erste OG. Haben wir drei Schlafzimmer. Hier haben wir im Garderobenbereich nochmal im Schlafzimmer. Da sehen wir jetzt die beiden Schlafzimmer am Garderobenbereich, die sind westseitig. Die sind westseitig.
Gehen wir gleich erstmal als erste rein. Schön Abendsonne. Aber wir haben auch noch ein Schlafzimmer ostseitig. Wenn Sie morgens aufstehen, haben Sie die Sonne gleich im Herzen zum Frühstücken. Blick ins Zimmer. Vom Fenster aus gesehen. Hier wieder das Garderobenbereich. Zweites Schlafzimmer oder Kinderzimmer mit noch ein bisschen mehr Sonne. Westseitig. Blick in den Garten. Ja, heute geht ganz schön der Wind. Blick ins Zimmer. Hier haben die Kinder geschlafen. Da sieht man, wie schön die Sonne reinkommt. Und unten ist gerade wieder eine Tür zugegangen. Oh, der Wind geht ziemlich stark heute. Und jetzt haben wir das dritte Schlafzimmer ostseitig. Wie gesagt, die Maler sind bestellt. Es geht zur Straße gelegen, aber da wir ja eine Einfamilienhaussiedlung sind, ist das hier alles sehr angenehm und sehr ruhig. Blick ins Zimmer vom Fenster aus. So, und jetzt gehen wir in den Spitzboden nach oben. Der ist ausgebaut schon. Da kommt sogar die Sonne rein. Große Fenster. In der Spitze ein kleines noch hier. Die hatten das als Spielzimmer genutzt. Das sieht man da hinten. Deswegen kommt auch der Maler. Macht das nochmal weg. Da haben wir die Heizung. Die war Wasseraufbereitung. Sie sind, was das betrifft, also völlig autark. Und da sieht man, wie schön die Sonne reinkommt. Auf dem Nachmittag oder Abend jetzt schon. Jetzt gehen wir wieder ins Astrogel. Da fehlt das Wichtigste noch. Wir haben ein Wannen- und Duschbad. Wir haben beides. Sehr groß, sehr hell, mit großen Fenstern. Schönes Wannenbereich mit Ablage. Handtuchheizkörper. Der es gebaut hat, der war auch nicht ganz dumm, Gott sei Dank. Wohnen und Schlafen sozusagen nach hinten raus. Hier haben wir die große Dusche. Wohnen und Schlafen nach hinten und zur Straße geht sozusagen Küche, Gäste-WC und Bannenbad. Dann sind wir im ersten UG schon wieder durch. Jetzt haben wir wieder Pech mit der Sonne. Jetzt ist sie schon wieder weg. Da sieht man es. Wir haben kein Glück mit der Sonne, aber das, trotz dass die Sonne weg ist, sehr, sehr hell. Wunderschönes kleines Fünfzimmer-Eckeinfamilienhaus bei Königs Wusterhausen. Und dann sind wir schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund. Einen schönen Nachmittag noch und einen schönen Tag. Und bleiben Sie gesund, wie gesagt. Danke.